Was machen wir denn heute auf Arbeit? In Umkleidekabine rumgammeln, Teammitglieder treffen, mit Teammitgliedern abhängen. Erstmal treffen, müssen wir ein paar kennenlernen noch. Bud, wie sieht's? Da hat wieder keinen Spaß, ne? Habe ich recht? Das ist sein Hauptaugenmerk. Ja, Spaß. Das heißt, wir müssen Bud mal wieder auf den Techtel. Bud hat denn auch gar kein Techtelmechtel? Ah. Ich glaube, es ist Samstag, es ist Zeit wieder für eine Party, glaube ich. Wenn Bud nach Hause kommt. Was meint ihr? Ich glaube schon. Ja, kann er Fiona einladen, Molly einladen, die ganzen Mädels natürlich. Können alle nach Hause kommen. Okay, das ist eine coole Sache. Das ist geil, das machen wir. Es ist Samstag, wir machen eine Party. Bud ist total überanstrengt, okay. 101 Millionen, hat er wieder die Kohle reingebracht, die Van Bergen ausgegeben hat heute. Super. Dann kommen wir nach Hause, Keule. Und dann würde ich sagen, wo ist dein Handy? Inventar. Telefon stumm schalten, Klingelton, Immobilien ansehen, umziehen, unbezahlten Urlaub nehmen, Arbeit aufgeben, Party auswärts veranstalten, Party veranstalten. Ja, auswärts, natürlich zu Hause. Was für ein Blödsinn. Er hat, da ist das Buch, er hat das Buch. Finger weg von den Dons. Okay, wir nehmen ein French Molly, kommt natürlich, sehr gerne. Hard Dory. Ist Erwachsene, kommt auch. Jolina Jamie. Fiona McIrish kommt. Alma Tanti kommt. Oh, Blair kommt. Da sind ja schon viele Herzen dabei. Noch ein paar Kerle ein. Ursine Claire ist auch immer gut. Ist die Chefin. Ja, wir müssen noch ein paar mehr kennenlernen. Ne? Beginn der Party, würde ich sagen. 19. Hat noch ein bisschen Zeit. Kleiderordnung wählen. Natürlich wieder in Badekleidung. War ja sowieso die beste Stimmung. Und ab geht die Post. Da, 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 da. So. Insgesamt 5 Partys veranstalten sollte kein Problem sein. Wunderbare Party veranstalten, alles klar. Das sind alles Wünsche von Bud. Finde ich cool. Dann kommt er mal nach Hause. Harndrang, Energie. Ich würde sagen, er geht mal dann duschen. Und dann Mittagessen servieren. Nee, ich will ganz gerne was anderes machen. Ich würde ganz gerne Reste essen. Herbstsalat. Er ist ja Vegetarier, dürfen wir ja nicht vergessen, meine Lieben. Wir können ja eigentlich auch mal den Garten ein bisschen auf Vordermann bringen. Oder beziehungsweise. Aber das Grundstück ist so klein, ne? Da kann man nicht nach hinten weiterbauen. Ah, ärgerlich. Müsste man dann erweitern, ja. Ja, los, Bad, Alter, mach dich frisch. Ja, Energie ist ein bisschen scheiße, aber das ist nicht so schlimm. Er kann auch ein bisschen müde dann eben, Party machen. Oh, Umgang mit Randalierern Van Bergen wieder. Randale ist ein wichtiges Thema für einen echten Sportfan und dein Chef findet es unerlässlich, dass du Party und Randale liest. Die scheiß Bücher immer. Du wirst etwas fürs Leben lernen, deinen Chef glücklich machen und deine Jobleistungen. Naja, okay. Ja, lesen wir's halt. Ist egal, wir lesen sowieso viel. Sobald Van Bergen nach Hause kommt. Ah, okay. Teammitglieder treffen, da würde ich sagen, mit Teammitgliedern ein bisschen abhängen. Ah, ich hab noch niemanden getroffen, alles klar. Cool. So. Ja, die gute Trulla pennt halt noch ein bisschen. Ich kann schon mal wieder die Mucke anmachen. Einschalten. So. Und dann machen wir auf. Umschalten auf, natürlich. Wacker, wacker, sehr cool. Oh, kann ich jetzt wieder so zurück? Ja, liebe Leute. Bud ist schon auf Tour. Sehr geil, Leute. Super. Da kommen sie. Da kommen sie. Hallo, hallo. Sie kommen nur wegen Bud? Ist ja ganz klar. Er begrüßt sie jetzt alle erstmal. So, auf Bud. Da kommt Fiona. Oh, die ganzen, guckt euch mal das, guckt euch mal die ganzen Weiber an. Sehr geil. So, erstmal, er tanzt schon mit Ding ein bisschen zusammen. Sehr cool. Wir müssen aber hier. Ich denke mal, Molly ist cooler wie Fiona, oder?
Oh, da sind sie alle. Wer kam da denn jetzt noch? Boo Andrews, wo kommt er denn her? War gar nicht eingeladen. Molly, komm, wir müssen mit Molly, ich könnte den Betrug gestehen. Okay, alles klar. Nach Tag fragen. So. Mit Molly gehe ich jetzt mal auf, gleich einen Schritt weiter. So. Bud hat schon wieder eine Romanze mit Alma Tanti begangen. Das gibt's doch gar nicht. Die haben doch nur ein bisschen getankt eben. Leute, kommt mal bitte klar. Wie soll das denn alles bitte funktionieren? Wir müssen das systematisch angehen. Bud braucht natürlich ein Liebeszimmer. Und dann muss eine nach der anderen. Da müssen wir mal so Häkchen müssen wir machen. Je nachdem, wenn wir eine fertig haben. So eine Checkliste sozusagen. Wen wir jetzt hatten und wer als nächstes drankommt. Romantisch. Koketter Witz. Spezial. Guter Küsser. Küssen. Spezial. Charismatisch. Nee, das ist doch blöd. Wir müssen. Wir müssen was Besonderes wieder machen. Romantisch. Verliebt umarmen. Okay, Party scheint gut anzukommen. Wann kommt Bergi nach Hause? Gleich. Da könnt ihr ja mit einer von denen hier noch was anfangen, Bergi. Ah, Molly ist hier genau die richtige für Bud, finde ich. Sie sieht ein bisschen dünn aus, ne? Naja, macht nix. Lalalalalalala, Afrika. Ja, wieder mal eine Party. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Bud veranstaltet einfach die besten Partys. Geht immer ein bisschen so die Post ab. Hier wird zusammen getanzt und... Das ist hier Konkurrenz für Bud eigentlich, hier Bo Andrews. Den könnt ihr ja mal verprügeln. Das können wir aber auch Trula überlassen. Sie ist eigentlich fit. Und dann kann sie ja jetzt mal Abendessen servieren. Macaroni mit Käse. Ja, kann sie machen. So. Geht der Punk ab. Okay, jetzt müssen wir Bud langsam in die Pötte kommen hier. Mit dem Tanzen allein ist nicht so lustig. Jetzt wird geknutscht. Ich hoffe mal, die reagieren nicht alle gleich so aggro drauf, die Mädels. Abwarten. Oh, die ist sauer. Bergi kommt nach Hause. Okay, alles klar. Oh, es sind ein paar Mädels sauer. Aber es ist kein Problem. Wir ziehen es eben jetzt voll durch. Molly ist die Erste. Wir schleimen uns bei den anderen einmal wieder ein. Romantisch. Flirten. Oh. Küssen. Coole Sache. Coole Sache. Küssen. Oh, was ist nun los? Wer kommt denn jetzt dazu? Blair kommt dazu. Macht doch nichts. Ich kann ja mal hier entspannen. Danach. Dann kann ich ja mal die gute Molly dazu rufen. Wir probieren es einfach mal. Ob Bud zu seinem ersten Techtelmechtel kommt, wäre natürlich cool. Müsste eigentlich klappen, oder? Wenn sie nicht gleich abhaut wieder, wie alle anderen. Und nochmal, sehr gut. Molly hält Bud für sehr verführerisch. Okay, weil das kann ich jetzt mal nicht beeinflussen, ob sie denn mitzieht. Okay. Gucken wir mal. Ich hoffe, sie geht nicht gleich nach Hause. Und dann, wenn er liegt, wenn er dann sitzt, kann man genau herbeirufen dann, genau. Sie ist müde, verdammt. Okay, macht sie das? Kommt sie? Nee, macht sie nicht. Schade, sie muss, glaube ich, los. Aber sie wird noch ein bisschen länger, dann kann ich sie ja nochmal knutschen. Wir machen nochmal ein bisschen, Ah, jetzt geht's ja auch. Okay, wir müssen das wirklich separat anladen. Man kann auf Partys nicht mit Gästen vögeln, das funktioniert irgendwie nicht.
Irgendwie seltsam, unrealistisch obendrein, aber. Naja, macht ja nichts. Bud hat zumindest einen Haufen Spaß gehabt. Wie geht's Bergi? Bergi geht's auch ganz gut eigentlich. Da könnt ihr jetzt mal duschen. So. Tola hat gegessen. Bud hat auch gleich fertig aufgegessen. Oh, sie ist schon schwanger. Oh, fuck, wir haben noch keine Kohle. Und doch, haben wir eigentlich. Wir können mal gucken, ob wir zumindest ein Kinderbett brauchen wir. Wenn wir nicht viel haben, zumindest ein Kinderbett. Ich weiß ja schon, das wird der totale Chaos werden, meine Lieben. Ich weiß, das wird, geht sogar. Kindercontainer. Jo. So. Oh, wir stellen ihn hier einfach in den Flur rein, oder? Jo. Ich weiß, Jugendamt würde sich natürlich sofort beschweren bei mir. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nur... um was geht's eigentlich? Wer weiß so genau. Okay, ich hoffe mal, die Party von Bud war cool. Naja, werden wir sehen. Sind alle relativ müde. Was macht Trulla? Trulla kann doch mal eben schnell pinkeln gehen, benutzen. Und dann kann sie ja eigentlich auch direkt wieder schlafen. Ja, cool. Okay, die Party war mehr oder weniger erfolgreich. Wir können jetzt nochmal versuchen, wie spät ist denn das? Es ist erst 23 Uhr, wir versuchen mal Ding noch einzuladen. Um das, oder wir, nee, wir rufen sie einfach an. Plaudern, wir rufen sie einfach mal an und wir müssen das jetzt wirklich so vorantreiben. Molly, da ist sie, genau. Wir plaudern noch ein bisschen mit Molly, damit sie dann, wie gesagt, noch ein bisschen enger together kommen, sozusagen. Und dann können wir das, denke ich mal, so anleiern, dass er dann bald wirklich mit ihr ein Techtelmechtel anfängt. Man muss ja eigentlich zur Arbeit. Um 10 Uhr morgen. Okay. Heute um 10 Uhr. Naja. Er hätte zur Arbeit gemisst, war aber nicht anscheinend. Doch, er war doch auf Arbeit. Ach, was weiß ich. Doch, er war auf einmal, hat er ja den gekriegt, die Aufgabe, dass er das olle Buch lesen muss. Naja, so, Bergi schläft auch schon wieder. Der Tag ist echt kurz, ne? Man kann nicht viel machen, der Tag ist so schnell rum. Okay, Bergi geht schlafen. Was hat er denn hier? Trulla massieren. Um Trulla will massiert werden, das ist gut. Das könnte man so ein bisschen kombinieren dann. Morgen. So, alles klar. Okay. Schlafen. Ja, meine Lieben. Wieder ein erfolgreicher Tag. Ich nehme einen Schluck von meinem Käffchen. Die Bude sieht natürlich vollkommen zertrümmert aus, wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Überall liegen Essensreste rum, stehen Teller rum. Das Kinderbett dann einfach da. Ich denke mal, da müssen wir die Partys auch erstmal auslagern. Könnte man. Könnte man. Geht das noch schneller? Ja. Sehr gut. Treiben wir das Ganze mal ein bisschen voran. Schlafen ist ja auch wirklich langweilig. Dauert doch ziemlich lange, ne? Wer ist denn der Erste, der wieder wach wird? Da ist der Erste, alles klar. Wer ist es? Wer steht auf? Trulla, glaube ich. Bewegt sich. Ja, Trulla. Okay. Okay, okay, okay. Es geht los. Willst du schon ein Kind kriegen? Nee, noch nicht, ne? Ja, aber Trulla ist unsere...